Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge TFT. Dieses Mal werden wir versuchen herauszufinden, wie stark unsere männlichen Champions sind. Ich glaube, das wird einfacher als das mit den weiblichen. Weil hier ziemlich heftige Damage-Dealer sind. Aber, also der heftigste ist natürlich Draven. Aber ja, wir werden mal sehen. Also Swain ist auch ein super Carry. Also ich habe noch gar keine Ahnung, in welche Richtung wir gehen. Shapeshifter können wir nicht machen, also Gestaltwandler können wir nicht machen. Weil da gibt es nur nah. Und alles andere sind weibliche. Genau. So. Hier sind alles Männer. Super. Voll rassistisch. Sexistisch. Yay. So. Assassinen können wir auch nehmen. Pike. Ja, Zed und so weiter. Also, ich glaube, bei Assassinen sind die Hälfte Frauen. Noble können wir natürlich nicht gehen. Und Elemental können wir auch nicht gehen. Magier können wir gehen. Ja, bin mal gespannt, was wir dann genau machen. Also Phantom können wir machen, Katos und genau und Morde. Katos ist auch Zauberermeister. Genau, und Kassadin ist auch. Dann können wir mit, also wir könnten auch Brand zum Zauberermeister machen. Das ist auch ein Dämon. Ja, wir werden schon zurechtkommen. Ja, also, wir können auch Graves zum Carry machen. Mit zum Beispiel Red Buff. Ja, Red Buff und Gunblade. Ja, Varus machen wir jetzt mal nicht. Nee. Varus machen wir jetzt mal nicht, weil Bogenschützen gibt's, ist eher der einzige männliche. Das bringt uns nicht weiter. Okay, das werden wir auf jeden Fall verlieren. Er hat schon Level 2. So, aber das ist kein Problem. Dann bekommen wir. Also, ich werde wahrscheinlich relativ viel verlieren oder versuchen viel zu verlieren. Ich werde versuchen, unter den letzten drei zu kommen. Damit wir. Ah, das ist jetzt blöd. Damit wir. Die richtigen Items bekommen. Also jetzt bräuchten wir zum Beispiel Armor, aber ich glaube nicht, dass wir zuerst auf Armor gehen, weil Armor ist nicht so beliebt, das heißt, das können wir auch im zweiten Durchgang machen. Zuerst würde ich dann das Gunblade nehmen. Aber da fehlen uns noch zwei Items, also das werden wir so oder so nicht bekommen. Ja, dann gehen wir für Armor. Oder vielleicht für einen Charakter, mal schauen. Sieht schon gut aus, wir haben jetzt auch
Ja, 88, das ist ein bisschen zu viel Damage bekommen. Ja. Klingenmeister können wir auch gehen. Ich glaube, so können wir ein bisschen mehr töten. Also, dass wir nicht so viel Damage bekommen. Wir sind so oder so jetzt unter den letzten. Deswegen wäre es ganz, ganz gut, wenn wir jemanden töten. So, Warwick bekommen wir auf jeden Fall. Ja, okay. Na gut, die anderen bekommen wir nicht. Wir haben halt da auch keine Level 2er. Jetzt kommt noch dazu. Ja, 81. Ja, okay. Egal, wir kommen als erstes an die Creeps ran. Okay, hier ist schon mal Aatrox. Ich glaube, wir machen safe und dann bekommen wir safe das Item. Ich habe jetzt nicht Graves genommen, weil der hatte das falsche Item. Und der wäre zu Level 2 geworden. Und dann hätten sich die beiden Items verbunden und das wäre nicht gut. Oder? Nee, der hatte gar kein Item, oder? Gut, ich bin ein Idiot. Es ist offiziell. So. Einmal so, einmal so und einmal so. Mann, ich bin echt ein Idiot. Ich hätte wirklich den holen können. Ach, ist das doof. Das ist jetzt echt dämlich. Naja, egal. Aber jetzt hat er Red Buff. Meine Güte. Wenigstens. So, wenn ich das jetzt verliere, was ich werde, weil ich keinen Level 2er habe, verkaufe ich K6. Ah, das ist ein bisschen blöd, dass ich ja keine, nicht die richtigen Männer bekomme. So. Okay, hier ist schon mal Level 2. Der zählt auch als männlich. Okay. Das ist schon mal ein bisschen besser jetzt. Mal schauen, ob ich gewinne. Wenn ich gewinne, dann verkaufe ich niemand. Wenn ich verliere, verkaufe ich Warwick. Oder Aatrox. Das weiß ich noch nicht genau. Ich könnte den auch den Blitzdings geben. Okay, Graves machen wir jetzt schon ein bisschen mehr Damage, aber ja, er greift halt so langsam an. Ah, das ist in Ordnung. Das war der zweite. Ich habe den zweiten gerade besiegt. Juhu. So. Ich weiß immer noch nicht, auf was wir genau gehen. Also erstmal natürlich schauen, was wir bekommen. Erkennen können wir natürlich auch gehen. Das ist sogar gar nicht so bäde. So. Ich könnte hier auch die anderen jetzt kaufen.
Ich nehme aber lieber jetzt das Geld mit. Dämon. Welcher männliche Dämon haben wir? Wir haben Varus. Wir haben Brand. Ist Katos Dämon? Weiß ich gar nicht. Das ist, was mache ich denn hier? So. Eskatos Demon. Das weiß ich gar nicht. Ja, das sollten wir auch gewinnen. Bitte einmal zuhauen. Ah, gestern von der Viola. No. Ah ja, das gewinnen wir auch. Bewahrer können wir nicht machen. Eiswesen können wir machen mit Volibear. Dann haben wir zwei Eiswesen. Zauberermeister bin ich immer noch ein Fan von. Wir können auch wirklich Klingenmeister gehen und dann eben mit Spatula oder dem Pfannenwender meine ich, können wir ein bisschen was. Ich werde sparen. Ja, wobei. So. Mit einem Spatula können wir auf jeden Fall jemanden zur anderen Klasse machen. Wie zum Beispiel Klingenmeister oder. Ja, Zauberer. Na, mal schauen. Wird interessant. Okay, das ist auch gut. Die Triss bekommen wir. Ja, hier Gunblade, da brauchen wir für Graves. Graves ist in dem Fall. Oh, da bist du dann. Richtig gut mit der Gunblade, weil der sich da eben heilt. Und zwar prozentual mit dem Verbrennungsschaden. Weil der macht nämlich. Ah, cool. Ja, das gewinnen wir. Der macht nämlich magischen Schaden. Oder gewinnen wir das? Ich bin. Wieso verfehlt er alles? Also, das war jetzt unentschieden. Okay. Wieso hat er die ganze Zeit verfehlt? Also, er hatte Jordel. Aha. Das macht sogar Sinn. Der hatte Jordel. Der hat keine Jordel, der hat Wild. Okay. So, wieso gehst du dahin? Oh. One-Shot, das war super. One-Shot Ahri. Ich brauche unbedingt BF und den Stab. Ja, ich bin unter den ersten drei. Okay, BF und Stab. Stab, Stab, Stab. Hier. Oder Spatula. Also Spatula ist, bis ich dran bin, weg. Draven auch, weil der ist eigentlich immer weg. Genau. Genau. So, wen nehme ich dann? Wir können Cho'Gath nehmen, weil der ist eigentlich auch immer gut. Und die Träne, ja, passt. Wir haben halt jetzt kein richtiges Item bekommen. Oh, das Brand. Da ist Brandovia. Und alles Männer. Super.
So mag ich das. Brand, 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 Brand. Wen schmeißen wir jetzt raus? Wir kaufen den, verkaufen den. Vega. Vega kaufen wir mal auch. Okay, wenn wir das gewinnen, verkaufe ich niemand. Wenn wir das verlieren, verkaufe ich Warwick. Okay. Also er zweimal niederliegt, ist halt auch bitter. Straven. Wir können ein Level hochgehen. Genau, jetzt haben wir Dämon, Revolver. Draven holen wir uns auch. Das ist dreimal Gordel. Oh, das war gemein. So. Aber das dürfen wir auch gewinnen. Oder das dürfen wir gewinnen. Wir haben ja jetzt, hier ziemlich kunterbunt verloren und gewonnen. Puh. Den verkaufe ich dann auch. Okay. Das könnten wir so machen. Lucian ist halt immer noch Level 1 und Brand auch. Das ist ein bisschen nervig, aber Bing, 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 bing. Da könnten wir unseren Brand hochtakten. Das mache ich mal jetzt. Den Rest spare ich. Okay, Shen Level 3, Nidalee Level 3. Also Shen ist schon Pain in the Ass. Ich könnte den aber auch austauschen. Oh, der. Boah. Der hat. Boah. Der hat 3 Level 3er, also wenn ich das gewinne, dann weiß ich auch nicht. Aber werde ich natürlich nicht. Au. Das tut richtig weh. Das tut richtig weh. Shen ist natürlich auch ein super Tank. Okay, Vega Level 2. Vega Level 2. Zauberermeister habe ich nur einen. Ich versuche mal das da. Vielleicht war das ein Fehler, aber dadurch, dass beide Schläger sind, bekommen sie beide mehr Leben. Also. Hm.
Ja, das heißt, es war voll fail. Okay. Okay, das war nicht schlecht. Jetzt werde ich Joe. Werde ich dem das da geben. Dann. Gut, wenn ich jetzt noch einmal verliere, dann gehe ich ein Level hoch. Also ich glaube, das verliere ich. Weil das ist zu viel Stun hier. Auch wenn er super Damage macht. Okay, das gewinne ich sogar. Gut, ich bin ja relativ weit unten. Okay, also was ist gut? Das da ist gut. Was ist noch gut? Das ist gut. BF bekommt dann. Ja, an sich her wollte ich ja den Graves als Carry machen. Aber ich bekomme zu wenig Graves. Ich könnte auch den Draven jetzt als Carry machen. Auch wenn es ein bisschen langweilig ist. Weil, ja, der ist einfach OP. Okay, verkaufen. Okay, Joe. Und nochmal Vega. Verdammt. Okay, du kommst weg. Vega kommt her. Nochmal Vega. Oh. Okay. Ah, verdammt. Dann save ich mir das. Dann habe ich für nächste. Ja, okay. Er ist Graves Level 3. Da komme ich mit meinen auch nicht hinterher. Aber sieht so aus, als wäre die Combo besser gewesen, meine. Genau, jetzt kommt Joe Level 3. Ja, schon mal gut. So. Cannon mache ich nicht. Brand brauche ich. Hier brauche ich niemand. Joe brauche ich jetzt auch nicht. Gut. Ich gebe es trotzdem mal den Brand, weil es kann sein, dass ich den dann raus tue, wenn ich Vega rein tue. Aber es ist nicht sicher, dass ich Vega rein tun, weil den bringt es jetzt eigentlich nur noch. Oh, okay, das verliere ich. Das gewinne ich, Alter! Okay. Gut, das war close. Hier ist noch ein. Aber der andere hat schon. Hier. Puh, okay. Klingmeister. Okay, dann. Also für hier ist es egal jetzt. Jetzt habe ich ein bisschen viel ausgegeben, aber.
Das ist in Ordnung. Weil ich wollte den Brand nicht wegtun. Aha, das ist sehr attraktiv. Vielleicht tue ich ja den... Vielleicht tue ich den aber trotzdem weg. Oh, Swain. Okay. Jetzt muss... Oh, Entschuldigung. Jetzt muss ich ja umswitchen zwischen... Swain kommt auch rein. Swain kommt hundertprozentig rein. Okay, dann bekommt er auf jeden Fall ihn. Der Swain bekommt die Träne. Okay, der Knock-Upper war richtig geil. Okay. Jetzt haben wir zwei Schläger, zwei Imperial, drei Dämonen, ein Roboter. Jetzt brauche ich einen Klingmeister. Klingmeister hier, aber der ist kacke. Wer geht da raus? Ich glaube, der... Er geht raus. Gut. Ist das gut so? Also ich glaube, es ist besser, wenn der Draven hier ist, als wenn er hier ist, weil der hat immun gegen kritisch und er kann so weit schießen, wie er will. Ich glaube, das ist... das passt so. Was ich mit... Also... Der Graves, der passt gerade gar nicht rein, irgendwie. Der passt gar nicht rein. Schade eigentlich. So. Vega. Oh nein, da war Shen. Da war Shen. Shen ist ja auch ein... Sehr gut. Shen ist ja auch ein Klingenmeister. Gut. Den werden wir jetzt töten. Tut mir leid. Ja, egal. Wir kommen nicht mehr auf 50, ohne dass es uns weh tut. Ihn als Carry zu machen, wäre auch mal interessant. Gut, Circle. Wir sind Zweiter. Was wollen wir? Was wollen wir? Wo sind wir? Wir haben kein Item. Nee. Wir haben kein Item. Wir wollen das da. Wir werden uns, glaube ich, auch... Oh, noch ein Vega. Wir werden uns, glaube ich, auch langsam von Graves verabschieden, sobald sehr sexy, sobald wir einen Level 3 Vega haben. Das ist der krasse. Aber ich habe aber wir gewinnen. Und zwar super easy. Okay. Also, Atroxer steht vor Level 3. Was auch super ist.
850 Damage. Das ist krass. Okay, Cho. Wir können Kasadin eigentlich verkaufen. Also wir werden nicht auf wir werden jetzt nicht auf Magier gehen. Ja, das ist ein Klingmeister. Das ist ein Klingmeister. Aber wen soll ich stattdessen verkaufen? Das ist auch ein männliches Biest. Aber das bringt uns nichts. Schöner Knock-up. Alter. Bran, du Viech. So, da ist Aatrox Level 3. So. Gut, als nächstes kommt der Shen rein, auch wenn er Level 1 ist, das ist egal. Hier, Klingmeister erhalten 45% Chance auf einen zusätzlichen Treffer. Und er hat eben auch das Verteidigungsding, was sehr attraktiv ist. Aber ganz ehrlich, das ist der erste Versuch, dass ich ja Only Männer quasi nehme. Und es läuft sehr gut. Ah, naja, ein Dream, ne? Aber ich glaube, dass Bran mehr gemacht hat als jetzt als Draven. Also ich glaube, der hat härter gecarried. Kann aber sein, dass ich mich irre. Natürlich. Hola. Ah, ich glaube, wir haben jetzt gewonnen. Ja, perfekter Knock-up. Gut, danke fürs Zuschauen. Und ja, naja, männlich war easy. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.